Ja, es ist mal wieder Zeit für so ein Video. Ich brauche mal wieder eure Hilfe. Genau, das ist jetzt wieder so ein kleines Infovideo. Vielleicht bringe ich es am Samstag raus. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wie auch immer. Auf jeden Fall erstmal danke für 600 Abonnenten. Die wird nach 30 Minuten, nachdem ich das 500-Abo-Special rausgebracht habe, geknackt habe. Aber wie gesagt, erst bei 1000 Abonnenten kommt das nächste. Worum geht's jetzt aber? Das soll jetzt nur so ein ganz kurzes Video werden. Und zwar brauche ich ein bisschen eure Hilfe, beziehungsweise habe ich schon eure Hilfe in Anspruch genommen. Wer bei mir im Community-Tab in letzter Zeit ein bisschen unterwegs war, hat gesehen, ich habe 3 Abstimmungen gemacht. Und die werden wir jetzt durchgehen, weil ich wollte das nochmal in einem Video thematisieren. Irgendwie wirkt es dann für mich offizieller. Erstens, ich habe euch schon vor längerer Zeit gefragt, ob euch meine Vlogs zu wackelig sind. Das ist nämlich eine Sache, die mich auch selber stört. Und euch gefragt, weil ich überlege, ob ich mir einen Gimbal anschaffen soll. Und das ist natürlich jetzt keine leichte Investition. Also das Gimbal, was ich mir so anschaue und dafür in Erwägung ziehe, kostet so ungefähr 200, 250 Euro. Und ich kann natürlich auch mit Software ein bisschen nachhelfen und so weiter und so fort. Aber das ist eben trotzdem das finale Ergebnis, was ihr dann immer im Vlog seht. Und das ist halt nicht ganz zufriedenstellend für mich. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr nochmal unter dieses Video schreiben, wie ihr dazu denkt. Dann das zweite und das Wichtigere, was ihr vielleicht bemerkt habt, ich habe Videos runtergenommen. Beziehungsweise reuploaded, aber woanders, und zwar meine POV-Videos. Ich habe ja auch eine Umfrage gemacht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, die müllen irgendwie mein Kanalbild zu und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, klar, und die bringen auch Traffic und so weiter, und ich hatte auch, leider erinnere mich nicht mehr an den Nutzernamen, ich blende euch jetzt hier natürlich den Kommentar ein, eine sehr gute Konversation, also Konversation beziehungsweise sehr gute Argumente wurden von diesem, von dem vorgebracht, aber ich habe mich trotzdem dazu entschieden, ich mache jetzt einen eigenen POV-Channel. Ihr habt auch schon seit längerer Zeit den Link dazu in meiner Kanalbeschreibung. Genau, also geht da gerne rüber und abonniert, wenn ihr da so ein bisschen unterstützen wollt. Damit ich will halt diese Videos irgendwie rausbekommen, aber irgendwie fühle ich mich auch damit nicht so wohl, ganz ehrlich gesagt, wenn ich die auf meinem Hauptkanal mit dem englischen Titel und so weiter rausbringe, irgendwie fühle ich mich dabei irgendwie seltsam, deswegen habe ich mich dazu entschieden, das jetzt so zu machen. Ich werde auch dahinter immer meinen Kanal verlinken, also keine Sorge, da wird mir jetzt nicht so große Reichweite flöten gehen, und allgemein haben die POV-Videos auch wenig Aufrufe und haben mir auch nie Abonnenten gebracht. Und das Letzte, was euch vielleicht in diesem Video schon auffällt, ich nehme nicht mehr in 4K auf. Das hat mehrere Gründe. Erster Grund, es nimmt sehr viel Speicherplatz ein. Also 4K ist ja nicht das Doppelte von Full HD, sondern das Vierfache oder sogar noch mehr? Nee, das Vierfache. Und dementsprechend nimmt es halt auch erstmal viel Speicherplatz ein. Zudem kann meine Kamera aus irgendeinem Grund nur 15 Minuten am Stück Full HD aufnehmen und läuft dabei 4K aufnehmen und läuft dabei auch sehr warm. Und das ist natürlich auch schlecht für den Akku und so weiter, deswegen, ich habe auch eine Umfrage gemacht und sehr, also 90% glaube ich, haben dafür abgestimmt, dass es ihnen egal ist, wenn die Videos nicht in 4K sind. Die POVs werden auf dem anderen Kanal trotzdem noch in 4K sein, weil das verkauft sich einfach besser, wenn da 4K 60 FPS steht. Ein weiterer Grund ist auch das Editing von den Videos. Ich schneide meine Videos ja in DaVinci Resolve und mein Computer ist zwar gut, aber ich habe nicht ganz so eine starke CPU, und weil halt, wenn man schneidet, eher CPU-lastig ist und ich da auch im Task Manager oft sehe, dass ich da bei 100% CPU-Auslastung bin, habe ich mich entschieden, das auch deswegen zu machen, um mir einfach den Workflow zu erleichtern, weil es ist halt auch, erstens, bei den Temperaturen möchtest du nicht einen dampfend heißen PC in deinem Zimmer rumstehen haben, und zweitens ist es halt auch einfach angenehmer, wenn es nicht ganz so ruckelig ist. Und ich habe auch schon experimentell so ein bisschen quasi im Kontrast mit dann Full-HD-Footage gearbeitet, und das war halt wirklich viel smoother, genau deswegen mache ich das auch. Wenn das jetzt noch vor dem Video mit Hack und Buddel kommt, weil ja, das kommt, das ist das nächste Video nach dem Abo-Special, ich weiß aber nicht, wann ich dieses Video rausbringe. Mich wundern, das Hack und Buddel-Special, das Hack und Buddel-Video wird noch in 4K sein, aber danach wird es erstmal nur noch in Full-HD sein, sowohl die Vlogs als auch dieser, ja, Talking Head Content, wie auch immer man das nennen will. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr den Channel weiter unterstützen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!